Hi meine Freunde, Andi hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr wisst ja vielleicht, bei mir auf dem Channel gibt's hauptsächlich Musikreaktionen, aber ich habe auch noch so eine kleine Sparte, die nenne ich so liebevoll Storytime. Das heißt also, ich schaue mir auch mit euch zusammen gerne Videos an, die mich thematisch interessieren, die ich ziemlich cool finde. Und der gute Freeride Flo ist heute dran. Ich hatte mit Flo wirklich vor etlichen Jahren, 2012 anfänglich, auch einen kleinen, aber feinen Gaming-Podcast. Und ja, er ist wirklich jetzt hier komplett in der Szene durchgestartet, so wie ich das mitbekommen habe. Und mich hat das jetzt auch vor kurzem wieder in den Fingern spitzen so ein bisschen gereizt, ein neues Hobbyprojekt sozusagen anzufangen, wirklich ganz nebenbei. Und da habe ich mir gedacht, welche beste Möglichkeit ist es, mir hier meinen feinsten Zwirn, mein feinstes Freizeit-Hawaii-Hemd anzuziehen und mal ein Video von ihm auszuchecken. Also ich habe wirklich die ein oder anderen Videos schon von ihm gesehen und die sind wirklich top-notch von der Qualität. Und Flo ist natürlich ein cooler Typ, deswegen habe ich gedacht, warum nicht auch mal gemeinsam jetzt ein Video auschecken? Also es kommt hier full circle. Und ich würde sagen, wir springen mal komplett rein. Vielleicht ein kleiner Disclaimer. Ich weiß, vielleicht die Leute, die es sich auch anschauen, sind Mountainbike-Pros oder Bike-Pros, kennen sich super gut aus. Also wenn ich mal früher mit einem Fahrrad auf dem Wochenmarkt gefahren bin oder so, dann war das das Höchste der Gefühle. Also ich habe überhaupt keinen Plan von Equipment, von Technik. Ich möchte es direkt nur schon mal disclaimern. Und wie gesagt, für mich zählen eher so die Eindrücke des Videos als kompletter Laie. Auch landschaftlich bestimmt Bombe. Also ich sehe hier schon den ersten Shot und fange hier gleich an zu weinen. Jetzt wirklich nicht übertrieben oder so, aber das ist wirklich gerade übelst krass und für mich persönlich ist es so der Einstieg in diese Welt. Also ich hatte vorher wirklich noch nie damit irgendwas am Hut und ich würde nur sagen, wir checken das gemeinsam auf. Ich habe mega Bock und vielleicht an der einen oder anderen Stelle gibt es einen kleinen Kommentar von mir, weil ich versuche das natürlich so zu genießen, wie es mich auch letztendlich hier flashen wird. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe mir hier ein Video rausgesucht, bei dem haben viele in den Comments geschrieben, so, oh, das beste Video, was du jemals gemacht hast. Und ich dachte mir, oh, perfekt, welche beste Möglichkeit gibt es hier, damit einzusteigen. Also viel Spaß und wir schauen mal rein. Gestartet haben wir unsere Reise im Bike Kingdom Lenzerheide auf fast 3000 Meter Höhe. Ist einfach so gut hier, ne? Wir können einfach hier bleiben. Das ist gerade aus wie ein Gnom. Mega steil. Vom Gipfel des Rothorn ging es über den Dark Side of the Moon und den Great White bis zur Mittelstation und dem Einstieg in den Bikepark. Auch hier, ne, ihr könnt mir gerne helfen. Hier ist so Dark Side of the Moon und so. Ist das eine offizielle Bezeichnung? Ich habe echt keinen Plan, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie bestimmte Streckenabschnitte so geteilt werden. Nur würde mich mal interessieren, ob das wirklich so ist, dass ihr sagt, so ey, die sind so auch verzeichnet sozusagen. Lenzerheide. Dank Colin, seines Zeichens Trailbauer und Projektplaner, haben wir dabei so viel über den Trailbau in hochalpinem Gelände erfahren, dass wir es kaum erwarten konnten, selbst Hand anzulegen. Also ging es nach einer kleinen Mittagspause erstmal Richtung Bikepark, wo wir Ralf getroffen haben, der dort an einem neuen Einstieg für die Downhill-Line arbeitete. Bagger-Bagger-Action. Ja, ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren da im Trailbau tätig. Angefangen habe ich auch als normaler Handshape und war immer um den Bagger herum, mehrere Jahre. Ich habe mit guten Leuten zusammengearbeitet, konnte von denen lernen, abschauen. Ja. Und da hatte mal die Chance, dann auch selber auf den Bagger zu gehen. Ja, genau, ich bin jetzt eigentlich im Rohbau dran. Zuerst ist immer so die Arbeit, den Humus wegzunehmen. Man sieht da, wenn man dann im Gelände schaut, da wo überall offen ist, ist der Humus ist auf der Seite, ja. Den muss man auf die Seite legen, damit man den wieder nachverwenden kann, um wieder quasi dranbauen und die Strecke schmal machen. Und jetzt am Anfang ist alles groß. Ist so eine kleine Bergziege. Also wenn es diese Linie hier gibt, was passiert dann als nächstes? Dann ist die Grobarbeit mit dem Backe fertig. Aber dann kommen natürlich dann die Henderson Shaper auch dazu. Mit dem Backe kommst du halt gut voran und kannst halt viel bewegen. Ja. Mhm. Obwohl ich das mit von Hand arbeiten mag ich nicht missen. Das ist schon auch sehr cool, weil das körperlich bleibt fit. Und die Qualität ist so krass, ne? Gerne das Material von den Shots. Macht, die Feinarbeit und die Umgebungspflege. Bam! Das war schön. Platt geklopft, ey. Ist der Bock? Wir sind jetzt hier schon beim Pesky angelangt. Das ist jetzt hier die Red Line und die Black Line, die hier so zusammenlaufen und parallel nebeneinander herlaufen. Und da shapen die gerade. Guck mal, was wir jetzt doch irgendwie bewirken können. Von der Holzbrücke da oben. Ja. Die ganze Gerade. Oh, krass, ist der Kollege rippt, ey. Und die What the fuck? War auch ziemlich zerbombt. Am besten schleifst du ein bisschen runter. Am Schluss. Ah, komm mal hier. Selbst anhegen. Dass es ein bisschen
den vorderen Teil am besten, weil da ist flach. Das knallt gut. Vielleicht ein bisschen Ton hochziehen. Ich merke jetzt schon den Händen, Alter. Wirklich, kein Witz. Ja, ohne Witz, ey. Guck mal, der Kollege hier hinter dir, Alter. Da siehst du ja jeden Muskelstrang jetzt mal ohne Witz. Wie krass ripped ist der denn? Du siehst da wirklich alles. Mega die Striations hier von den Muskeln. Ja. Du, ich kann mir das vorstellen. Ey, wie krass ist das denn? Ich meine, da ballert bestimmt auch gut die Sonne. Ich weiß nicht, wie warm es da ist, aber es sieht schon gut warm aus. So Hautton ist auch eher so ein bisschen gut angebräunt. Also ohne Cappy, ohne alles oder so. Aber wie krass ist das denn? Das ist ein Bauarbeiter, ey. Ohne Witz. Nein, Spaß beiseite. Also das ist wirklich krass respektabel, wenn man sich dann so in die Mittagssonne knallt und dann wirklich erstmal rumbaggert und baut und hier und da. Puh, krass, ey. Mein Lieblingsgeräusch, braucht das als Weckerton. Bin ich sofort wach. Ne, wenn ich jetzt da irgendwo draufgehauen habe oder nicht, aber woran erkennst du das jetzt, dass man da nochmal nacharbeiten muss? Weil für mich sieht das alles am besten aus. Ist es immer, wenn das Ding ist, jetzt weiß ich auch, was mir gerade eingefallen ist. Ich glaube, der Kollege hier, ohne Witz, der hat wirklich original die 1:1 Fight Club Brad Pitt Figur. Könnte ich noch daran erinnern, gab es ja diese Szene, diese Türrahmenszene. Und jeder so, oh, ich will auch so krass trainiert sein. Nein, aber ohne Spaß, sorry, falls ich darauf jetzt so rumreite, das war eigentlich wahrscheinlich die nebensächlichste Sache in dem ganzen Video. Aber das ist schon krass, ja. Jetzt, dass man da nochmal nacharbeiten muss. Weil für mich sieht es alles top aus. Am besten aus. Ist es immer, wenn das ist fertig. Okay. Das ist gut. Weil das ist nicht so gut. Ja, okay, wenn immer die Steine oder die lösen sich. Ja. Das ist auch krass, wie er dann einen Unterschied sieht. Mit Wasser. Ja. Und noch ein bisschen frischer Erde wieder rein und bis das weggeht. Wie lange hält dieser Reshape jetzt? Also wann müsst ihr das wieder machen? Was glaubst du? Hier oben. Ja. Am Montag. Echt? Am Montag? Ich dachte jetzt, er sagt so, ja, das hält jetzt mal ein halbes Jahr am Montag. What? Wie oft machen die das denn? Hier oben ist alles so trocken. Und eben rot fahrt jeder, weißt du? Ja. Und die bremsen und... So eine Sharkfin ist aber schon ein größeres Projekt, oder? Das macht ja, Hand aufs Herz, Flo. Hast du dich schuldig gefühlt, so wenn jemand so dir sagt, ja, die bremsen so und hier und da und ich muss am Montag wieder machen? Hast du irgendwie, keine Ahnung, ich könnte mir so vorstellen, so... Das hält schon ein bisschen länger, weil hier bremsen nicht alle. Aber dann seid ihr ja im Prinzip ständig hier dran, oder? Machst du das Fulltime jeden Tag, oder? Hier im Park. Oh, Hut ab, ey. Alter! Das ist der schönste Job der Welt. Hut ab, ja, kann ich mir vorstellen. Bauen, nachher testen. Damn. Wir bauen es ja auch für uns, nicht nur für alle anderen. Ja. Macht Spaß. Macht Spaß, echt? Es hat keine 5 Minuten gedauert, da haben mir die Hände wehgetan, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil ich wahrscheinlich so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Mit ein paar Tipps und ein bisschen Übung konnte ich dann aber irgendwann zumindest im Ansatz nachvollziehen, was Pesky meinte. Es hat schon irgendwie was Beruhigendes, so in den Bergen zu stehen und nichts anderes zu machen als, naja, halt zu klopfen. Körperlich anstrengend und zeitintensiv ist die Arbeit natürlich trotzdem. Also ich muss sagen, das Geräusch, ne? Ab jetzt habe ich vor jedem Anlieger, vor jeder Sharkfin schon irgendwie Respekt. Als die Sharkfin fertig war, ging es dann am späten Nachmittag über die Flowtrails im Park zurück zur Unterkunft, um Kräfte zu tanken. Denn trotzdem wir heute den ganzen Tag unterwegs gewesen waren, von diesem riesigen Bikegebiet rund um Lenzerheide hatten wir bisher nur einen Bruchteil gesehen. Und das sollte sich morgen ändern. Schon ein bisschen scary? Derbe, ey. Das sieht nice aus. Zweiter Tag, es geht hoch auf den Skalottas. Wir machen heute so eine kleine Enduro-Tour. Soll ziemlich geil sein, da oben irgendwie auf dem Kamm. Super idyllisch, ne? Krass. Ich liebe ja diese Sessellifte, ne? Das ist einfach so... Zen. Ist einfach Zen. Wahnsinn. Oh shit. Das ist auch ungefähr 2000, ich glaube 300 Meter oder so gestartet. Geht's hier what the fuck? Nach unten. Übrigens ein roter Trail. Bei bestem Wetter ging es am zweiten Tag zuerst mal auf die andere Seite des Tals, auf den Topfops.
Das ist ein mittelschwerer, circa 3 Kilometer langer Trail, der ein super spaßiger Mix aus Flow und ruppigen Passagen ist. What? Spaßig? Also ich kann mir vorstellen, wenn du da echt bikest, dass es Spaß macht in dem Moment, ne? So, aber wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, okay, krass, so, ich bin ein paar Meter weiter davon entfernt, irgendwie mir die Hülse zu brechen. Überall gibt es kleine Absätze und Steine, die man überspringen kann. Und wenn man einigermaßen vorausschauend fährt, hat man auch meistens genug Schwung für die kleinen steinigen Gegenanstiege. Wow. Krass, ich denke mal immer, das Material muss ja übelst rigide sein, oder? Dass es diese ganzen Stöße aussieht. Ich meine, ich sehe hier vorne auch so, also die Stoßdämpfer, keine Ahnung, wie man das bei Bike nennt, bitte korrigier mich. Sieht schon ziemlich krass federnd aus, aber ich, also gerade hier so diese Kante, die ich mir da anguckt, hier unten, Das ist ja ein richtig krasses Ding, ne? Wenn du da irgendwo so falsch drauf kommst, ich weiß nicht, ey, was müssen die Reifen aushalten, ey, ist so krass. Also ich glaube, da brauchst du auch echt gutes Equipment, oder? Kann ich mir vorstellen, dass es da wirklich steht und fällt so. Wahnsinn. Puh, das ist krass. Und so der Ausblick darunter, das ist schon wirklich geil, ey. Wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung damit, aber wenn ich das schon so sehe, ist es krass. Es ist so mega beeindruckend, was die Fahrleistung angeht, aber auch was die Landschaft angeht. Und das in der Kombination ist krass, auf jeden Fall. Das ist nice. Der Top Hops ist auf jeden Fall einer der Trails, die vor allem dann Spaß machen, wenn man den Rhythmus raus hat und an den richtigen Stellen B oder entlastet. Und wenn die Reifen möglichst oft so ein bisschen in der Luft sind. Kann ich mir vorstellen, ja. Mm. Geile Mucke. Mich würde auch mal interessieren, mit welcher Kamera du filmst, weil also das sieht so ein bisschen aus, als ob du die krass im Körper hättest, so GoPro-mäßig, aber macht die denn so krasse Bilder? Ich finde die jetzt schon wirklich sehr, sehr gut. Also klar, cinematografisch jetzt mal abgesehen von den anderen Cams, die bisher verwendet wurden, ist da schon ein Unterschied zu sehen, klar, logisch, aber dafür, für die Geschwindigkeit oder so, also irgendeine Action-Cam mit sein, ne, ist mega cool irgendwie. Ich finde es irgendwie so krass übelst. Oh. Hey, das Geile ist so, ich habe mir gerade eben so gedacht, weißt du, wenn ich mit meinem Fahrrad irgendwo unterwegs war und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr da irgendwie in die Straßenbahnschienen in der City so reinkommt, so, da denke ich mir so, oh Gott, okay, das war's jetzt, GG. Und das ist ja nur so ein Gebackel, ey. Wo seid ihr versichert? Ohne Witz. Von der Mittelstation ging es dann nochmal mit dem Lift auf den Gipfel und nach einer kleinen Mittagspause über den Skalottis Nord und den Höhenweg wieder bis ganz nach unten ins Tal. Schon alkoholfrei, ich hab's gesehen. Rüber und dann fahren wir auf den Trail, der hier oben lang führt. Das soll ziemlich cool aussehen. Das wäre was für mich hier, die Strecke. Das ist eher so die Chiller-Strecke, ne? What the fuck? Kriegst du schon ordentlich Speed drauf. Was ist das für ein Geräusch? Also mich würde auch interessieren, so, ich bin da wirklich interessiert. Ne? Ich höre so im Hintergrund immer so ein. Es hört sich irgendwie so an, als ob da was mit. Ist das hier so ein E-Bike? Nee, sorry. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt total unbeliebt, weil es das krasseste Bike ist, was wahrscheinlich so auf dem Markt kriegen kann. Aber es hört sich so immer so ein Schleifen an. Und keine Ahnung, was es ist. Ob das jetzt. Belehrt mich. Und was soll ich sagen, diese scheinbar endlos langen, weit einsehbaren Trails mit ihren offenen Kurven und natürlichem Untergrund gehörten definitiv zu den einfachsten und spaßigsten Trails, die wir heute gefahren sind. Einfach. Also ich muss schon sagen, okay. Macht ja schon wieder richtig Bock, das Ding hier. Schön flowig, mega Panorama. Das Wetter ist episch, ohne Witz. Servus, Kuh!
Der Plan, den Rest des Tages im Bikepark Lenzerheide zu verbringen, wurde dann von einer Idee durchkreuzt, die uns Ralf ins Ohr gesetzt hat und ehrlicherweise eine der besten Ideen seit langem war. Ich habe Angst. Mit der letzten Gondel ging es durch dicke Wolken nochmal bis ganz nach oben aufs Rothorn und als die Sonne so tief stand, dass es im Tal unten schon zu dämmern begann, starteten wir in eine der wohl epischsten Abfahrten, die ich jemals erleben durfte. Okay, ich bin ready. Hit me. Wenn du, ganz ehrlich, wenn Flo jetzt sagt, so die epischste Abfahrt, ich fand das jetzt eben gerade schon episch, aber gut, okay, ich lass mich überraschen. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, das ist so krass, ey. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin hier on board und ich gucke hier runter und denke mir einfach so, nee, Mann, das ist nicht keine gute Idee für mich. Wow. Okay, das war schon steil. Krass, wie die Wolken da so rechts unten fährst du so vorbei, total grüne Landschaft über die Steine und die Wolken begegnen dir da so, ey, pff, ist schon krass. Sieht schon derbe aus. Oh, ein Murmeltier. Das ist krass entspannt. Ohne Witz. Das hat wirklich total was Meditatives. Boah, Leute, wir kommen in die Wolken rein. Jetzt wird's doch ein bisschen scary auch. Jetzt erst? Nein, krass, ey. Das sieht schön aus. Holy moly. Holy moly. Zeit, dass wir nach Hause kommen. Übelst, ey. Ohne Witz, wenn ich so einen Shot sehe oder gerade eben die Sekunden, ey, das ist so krass meditativ und das hat auch irgend sowas total Heilendes, finde ich. Ne? Also wenn ich mir allein die Video oder das Video jetzt hier gerade anschaue, ich will mir nicht ausmalen, wie es dann live ist, wenn du da wirklich runterfährst und spürst noch den Wind und die Atmosphäre und die Gerüche so. Kann man schon vorstellen, dass das wirklich einen krassen Impact hat, aber ohne Witz, das berührt irgendwie. Also ich will jetzt gar nicht so emotional werden, aber das ist wirklich eine super schöne Aussicht. Als wir mit dem letzten Restlicht des Tages im Revier ankamen, hatten wir so viel erlebt, dass wir uns gar nicht mehr so sicher waren, ob es wirklich nur 2 Tage waren, die wir hier verbracht haben. Und dabei haben wir noch nicht mal einen Bruchteil von dem gesehen, was diese Region zu bieten hat. Und auch wenn jetzt an nichts anderes mehr zu denken war als ins Bett, dieser Trip war sicher nicht der letzte ins Bike Kingdom Lenzerheide. Krass, ey. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr Infos zur Region und zur Unterkunft sucht, die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten macht's gut, wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, ciao. Nice. Vielen, vielen lieben Dank für die Mitnahme auf der Tour, lieber Freeride Flo. Ich verlinke euch natürlich das Video unten in der Description auf jeden Fall, wenn ihr euch das auch anschauen wollt. Lasst da wirklich ein Abo da. Und schaut euch seine Videos an, den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin jetzt so ein bisschen hooked, muss ich sagen. Für mich, also wie gesagt, als kompletter Bike-Laie, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, so das Ding hat 2 Räder, einen Rahmen, so, es muss offensichtlich ein Fahrrad sein. Ich habe aber, wie gesagt, keine technischen Spezifikationen im Kopf oder kenne mich auch so. Aber das Ding ist, ich könnte mir auch vorstellen, die Videos einfach nur zu gucken, weil sie total entspannen und weil die so einen Einblick in eine andere Welt bieten, gerade wenn, je nachdem, woher er halt kommt. So, ne? Ich meine, ich komme jetzt aus dem Südwesten von Deutschland, da hat man zwar auch Berge, aber nicht sowas. Und das ist halt ein komplett anderes Level. Und ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich Spaß macht, so einfach da rumzubiken und
oder generell Natur zu sein. Egal, ob man jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist oder vielleicht auch Trailrunning betreibt oder einfach auch nur wandern geht oder ne, einfach so in dieser Umgebung ist, glaube ich, hat es schon extrem was Heilsames. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Kollege von vorne, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber Mr. Schaufel, dass der, der jeden Montag da auf der Haiflosse war das, glaube ich, ne? Sharkfin rumklopft so, kann ich mir schon krass vorstellen, dass es auch irgendwie trotz dessen eine komplett andere Atmosphäre ist, wie als wenn der jetzt im Büro sitzen würde oder so, weißt du, was ich meine? Also es ist total was Heilendes, was Entspannendes, ich fand es mega krass, also das hat mich so ehrlich gesagt geflasht, ich dachte, wir sehen jetzt ein bisschen Bike-Action und hier und da, aber das in der Kombination eben mit diesen epischen Shots und mit diesem krassen Panorama, so, das hat mich so irgendwie krass auf einem komplett anderen Fuß abgeholt, deswegen bin ich da auch so ein bisschen sehr sprachlos und ja, es macht schon Bock, da auch mal rumzufahren. Ich glaube, ich würde zwar alles brechen und ich hätte da hinterher wirklich ernsthafte Probleme. Aber es macht einfach Spaß zuzuschauen. Meine Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, checkt die Description ab, da packe ich euch alle Infos rein vom guten Flo. Und Flo, auch nochmal vielen Dank an dich. Ich habe dich natürlich vorher gefragt, ob ich mir mal ein Video rauspicken darf und darüber ein bisschen quatschen darf. Bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Man weiß ja nie, ob das dann so gewünscht ist und so, aber wie gesagt, Respekt, Hut ab, das macht schon sehr viel Spaß und sieht wirklich super, super spaßig aus. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns und gute Fahrt beim nächsten Mal mit den Biken.